Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hinter der Kamera eine Tageslichtlampe. Ich weiß noch nicht, wie das sich jetzt gestalten wird. Ich glaube, ich bin sehr überbelichtet. Ja, ich sehe sehr hell aus. Ich versuche die mal etwas runterzustellen. Vielleicht bringt das ja was. So reicht ja eigentlich schon, oder? Vielleicht noch ein kleines bisschen. Kann man machen, oder? So, ich war ein bisschen einkaufen die letzten Wochen. Ich war bei IKEA, ich war bei DM. Wo war ich noch? H&M und bei, nein, in Holland. Und wir fangen am besten einfach mal an mit IKEA, weil das die wenigsten Sachen sind. So, da habe ich mir dieses Set gekauft. Das sind Pflanztöpfchen und da ist drin Basilikum, Pfefferminze und Schnittlauch, nee, Petersilie. Die gab es in verschiedenen Variationen. Ich habe mich jetzt für die entschieden. Da gab es aber verschiedene Samen. Und ich fand die Töpfchen irgendwie ganz süß. So. Moment, ich zeige euch alle drei. Und da ist eben alles schon drin. Ihr habt hier eben die Erde, ihr habt irgendwo die Samen und ihr habt eine Pflanzanleitung. Und das fand ich ganz süß, darum habe ich es mitgenommen. Ich weiß leider die Preise jetzt von allem nicht mehr. Aber ich glaube, das wird so um die 2, 3 Euro gekostet haben. Ja, fand ich toll und wir werden das bestimmt zusammen auch aussehen. Außerdem habe ich mir Washi-Tape gekauft, obwohl ich überhaupt nicht mehr so im File of Waxing drin bin. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon lange nichts mehr gemacht. Mein Kalender verrottet vor sich hin und ich weiß nicht, mir ist das irgendwie so viel Aufwand und ich habe meistens einfach keine Lust. Naja, ich habe mir auf jeden Fall trotzdem Washi-Tape gekauft. Einfach, ich fand das ganz schön, schwarz-weiß. Vor allem das finde ich auch cool, mit den Punkten eben. Oder das hier für Geschenke. Ja, so eine Rolle habe ich mir hier einfach gekauft. Und das war es auch schon von IKEA. Ich glaube, wir machen weiter mit H&M, weil es da auch nur zwei Sachen sind. Nee, es sind drei Sachen, oder? Es sind zwei Sachen. Und zwar Haarreifen. Ich hatte den einen an Karneval an. Ich weiß nicht, ob ihr das Foto bei Instagram gesehen habt. Ah, guckt mal, da sind noch Konfetti drin. Kommt raus. Gott, wie sind die denn da reingekommen? So. Ach, da ist auch noch was. Ist das nicht süß? Das gab es in der H&M Kinderabteilung. Das hat zwischen 4 und 5 Euro gekostet. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Da ist noch eins drin, ist jetzt egal. Und das hatte ich eben am Karneval auf. Und ich fand das so süß, ne? Also musste ich unbedingt mitnehmen. Das gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Ich hole währenddessen den Konfetti hier noch raus. Ich glaube, es gab es noch in Weiß. Und eventuell auch noch in Pink, aber auf jeden Fall auch noch in Weiß. In Weiß fand ich es aber ein bisschen zu brautmäßig irgendwie. Ah, Konfetti, wo bist du? Ach hier, okay, ich habe es rausbekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt. Aber das ist nicht nur Mint, sondern das hat auch noch so goldene Pünktchen drauf. Und ich fand es so süß. Und dann gab es eben noch was anderes. Und auch, es ist auch so goldig. Das habe ich nicht für Karneval jetzt unbedingt gekauft für dieses Jahr, aber ich habe gedacht, sowas kann man immer gebrauchen. Ja, es ist so süß gestaltet. Das ist eben mein Krönchen. Glitzert ganz toll. Und der Haarreif ist eben auch in der gleichen Optik. Und ich ziehe es mal für euch auf. Dann habt ihr eben ein schönes Krönchen. Ja, und ihr könnt es gar nicht sehen. Ah. Ja, ich fand das auch total süß. Und ich habe gedacht, sowas kann man irgendwie auch mal kaufen. Hat auch so um die 4, 5 Euro gekostet. Und ja, das waren meine Sachen von H&M. Machen wir weiter mit Duty Free. Da habe ich mir nur zwei Nagellacke gekauft. Das heißt nur, sie sind von OPI. Das heißt, die waren auch nicht so billig. Ups. Und zwar diese beiden Schmuckstücke. Das hier ist einmal Gargantuan Green Grape. Ich hoffe, ihr könnt die Farbe jetzt sehen. Sie ist sehr, sehr ähnlich zu diesem Lack, nur ein bisschen heller. Und ich werde euch auf jeden Fall gleich ein Bild einblenden, wo ich den schon getragen habe. Und dann habe ich mir noch Koala Berry gekauft. Das ist einfach so ein Pink. Den habe ich auch schon getragen. Da werde ich euch auch ein Bild einblenden. Und ja, die beiden, die wollte ich irgendwie schon so lange kaufen. Und jetzt habe ich es endlich getan im Duty Free. So, ich habe noch vergessen, ich war bei Aldi. Aldi Süd ist das. Und habe gebunkert. Das sind die Topcoats. Meine heißgeliebten Topcoats. Die trocknen einfach super schnell und
machen einen schönen Glanz. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann unbedingt. Wahrscheinlich nicht, ist zu hell. Aber ja, ich mag die einfach total gern. Das Problem ist nur, dass die, glaube ich, immer ein bisschen Schwierigkeiten mit der Lieferung haben. Und immer wenn ich dann welche sehe, muss ich sie halt bunkern. Ich muss sagen, einer davon ist für die liebe Lisa, weil wir sehen uns in einer Woche und ich freue mich schon ganz doll. Und die anderen zwei sind für mich. Aber ja, wie gesagt, wenn die die da haben, muss ich sie kaufen. Einfach aus dem Grund, dass ich schon oft da stand und keinen hatte und dann mich für irgendwas anderes entscheiden musste und eigentlich dann immer enttäuscht bin. Die sind die besten. Die sehen so aus. So, dann war ich bei DM und die liebe Honey, oh Gott, welche Nummer hast du? Silvi, ich weiß nicht, ob du meine Videos guckst, du weißt, dass du gemeint bist, wenn du das hörst. Du hattest gesagt, es gibt Wattepads mit Peeling-Effekt. Und ich habe meine Augen danach aufgehalten und habe sie jetzt neulich endlich entdeckt. Ich zeige sie euch. Die sind eben auch von Evelyn und die heißen Wattepads. Ich hole euch mal einen raus. Die sind recht groß. Und die haben eben hier so kleine Noppen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt gerade sehen. Und die sind wirklich gut für Glitzer-Nagellack. Ich mag die auch so für Nagellack, weil zack, zack, zack und ihr habt das weg. Die sind bestimmt auch toll, um das Augen-Make-up zu entfernen. Ich bin ja immer faul und benutze nur Abschminktücher, aber wirklich toll. Also absolute Empfehlung. Danke für den Tipp, Silvi. Dann habe ich mir von Balea eine Tuchmaske gekauft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stehe im Moment total auf Tuchmasken und auf Feuchtigkeit und ja. Ich habe mir von Balea diese hier gekauft. Ich weiß gar nicht, ob es bei DM noch andere Tuchmasken gibt. Es gibt ja die von irgendwas Jeunesse. Die zeige ich euch aber nachher noch, weil da habe ich auch ein bisschen eingekauft. Und ja, wie gesagt, ich habe mir diese von Balea gekauft. Außerdem habe ich mir gekauft von Labello die Lip Butter in Coconut. Sie ist noch nicht aufgemacht. Das werde ich jetzt nachholen. Weil ich kann das eigentlich auch kaum erwarten, dran zu riechen. Ich wollte es jetzt nur nicht aufmachen, bevor ich es euch gezeigt habe. So sieht die aus. Die sind jetzt relativ neu, also diese Sorte ist relativ neu. Endlich. So, ich habe es jetzt aufgemacht. Sie riecht gut. Sie riecht richtig, richtig gut. Ja. Und ja, weil ich ja noch nicht so viel Nagellacke habe, bin ich bei DM auch mal dezent ausgerastet und habe mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 neue Nagellacke gekauft. Tada! Sie sind bis auf einen alle von Essence. Ich muss sagen, ich bin im Moment recht angetan von Essence Nagellacken. Die haben tolle neue Sachen. Vielleicht machen wir einfach mal zuerst den, der nicht Essence ist. Und zwar ist dieser wunderschöne in der Farbe Bouquet von Maybelline aus der aktuellen LE. Ich habe den auch schon getragen, aber mattiert. Ach, guckt doch einfach mal bei Instagram rein. Ich versuche euch das nochmal hier einzufügen, aber wenn ich es vergesse, seid mir nicht böse. So sieht der aus. Der hat eben so schöne goldene, weiße und pinke Glitzer, nicht Glitzer, so metallische Flocken quasi. Also super schön auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich eben, wie gesagt, nur noch Essence-Nagellacke. Ich habe zwei Top-Coats, sage ich mal. Den habe ich hier noch nicht ausprobiert. Das ist der Satin Matte Top-Coat in Mad About You. Der ist jetzt im neuen Standardsortiment bei DM. Und soll die eben so semi-matt machen, die Nägel. Ich habe ihn, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Wenn ich das mache, seht ihr das aber auf jeden Fall bei Instagram. Und dann habe ich mir noch den Pastel Ombre Nagellack gekauft. Der sieht so aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den von Catrice erinnert, diesen Ombre Top Coat. Den habe ich ja sofort aussortiert. Der war eine Katastrophe. Der war ja so milchig, nicht milchig, flüssig und dunkel. Und dadurch war das auf den Nägeln einfach unschön. Es wurde total streifig und so. Hier habt ihr eben so eine milchige Konsistenz. Ich versuche euch das mal genauer zu zeigen. Und ich habe das zumindest schon auf Papier ausprobiert und das hat gut geklappt. Wenn ihr da ordentlich arbeitet und einfach den ganzen Nagel damit lackiert, dann sieht das echt schön aus.
Der Nagellack wird natürlich dann je nachdem immer heller, weil ihr eben immer noch eine helle Schicht drüber macht. Aber bis jetzt gefällt er mir ganz gut. Ich habe ihn noch nicht auf den Nägeln getragen, wird aber bald nachgeholt. Dann habe ich mich für zwei Nagellacke aus der Isle of Trends Reihe entschieden. Und zwar von diesen The Pastels, wie auch immer. Und zwar zum einen habe ich Do Nuts. Die liebe Patricia, eine Freundin von mir, hatte mir den gezeigt und ich hatte mich gleich verliebt. Darum habe ich ihn mir gekauft. Der sieht so aus. Sieht jetzt erstmal recht unspektakulär aus, aber die Pastellnagellacke, die sieht, erkennt ihr hier oben daran, die in trocknen matt. Und der hat mir echt gut gefallen. Den hatte ich vorhin auch noch lackiert, das habe ich natürlich nicht mehr drauf. Ich werde euch da auf jeden Fall noch ein Bild einblenden. Und es ist eben die Farbe Do Nuts. Und dann habe ich bei Instagram ein Bild von diesem Nagellack gesehen und ich so, oh mein Gott, ich muss ihn haben. Das ist eben auch eine dieser Pastels-Lacke und das ist Yummy Gummy. Und bam, das ist ein richtig tolles Pink, das jetzt hier viel zu hell leider rauskommt. Yummy Gummy. Der hat mich auch total an Candy Yum Yum von MAC erinnert, diesen Lippenstift. Ist es scharf? Ich hoffe es doch. Ich werde euch davon auch noch gleich ein Bild einblenden, weil hier kommt er einfach gerade nicht farbgetreu raus. Aber eine Wahnsinnsfarbe, Leute. Pastell, nicht wirklich, aber der Wahnsinn. Und die haben da auch noch einen gelben und ich glaube, den brauche ich auch noch. Und dann habe ich mir noch zwei von diesen Effekt-Nagellacken gekauft von Essence. Einmal den Holographics in der Farbe Isle of Magic. Das sind eben diese runden. Na komm. Und der glitzert und funkelt in allen Regenbogenfarben und sieht auch über einem Lack lackiert richtig toll aus. Habe ich auch schon zweimal getragen. Kann ich euch auch Bilder von einblenden. Ja, der ist sehr schön. Und dann Awesome Blossoms. Der erinnert mich ein bisschen an den. Heißt der Pinking About You? Ich weiß es nicht, diesen einen von Essie, den ich leider nicht habe. So, der sieht nämlich so aus. Nur dieser hat eben noch ein bisschen Glitzerpartikel drin, was Essie nicht hat. Aber der ist richtig toll. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier lesen kann, wenn ich euch das drehe. Aber er heißt Awesome Blossoms und. Das sind meine zwei neuen Lacke aus der Effektsreihe. Ach ja, ich habe mir noch diesen Foil-Nagellack gekauft, aber den finde ich nicht schön. Ich habe den jetzt auch schon zur Seite gelegt, weil die Lisa wollte ihn gerne haben und den bekommt sie. So, ich glaube, mit Nagellacken sind wir schon mal durch. Puh, zum Glück. Ich habe ja auch mehr als genug gekauft. So, das war DM. Und dann war ich bei Müller bei mir zu Hause. Ich gehe da ja immer gerne zu Hause zu Müller, weil hier ist das ein bisschen schwierig. Und bei Müller habe ich mir auch ein paar Sachen gekauft. Irgendwie hatte ich mehr im Sinn. Ah doch, Moment. So, ich hatte euch ja eben erzählt, dass ich die Tuchmasken auch gekauft habe bei Müller. Wir fangen einfach mal an mit der. Moment, wie heißen die erstmal? Montage Jeunesse heißen die. Ich habe einmal die Tuchmaske mit roter Tonerde. Die sehen so aus. Ich brauche Platz. Dann habe ich die Tuchmaske mit Gletscherschlamm. Dann die Tuchmaske mit brasilianischem Schlamm. Brasilianisch, ja. Okay. Und dann habe ich noch die Tuchmaske Totes Meer. Also wie gesagt, ich stehe auf Tuchmasken zurzeit. Und ich habe mir noch eine Peel-Off-Maske gekauft und das ist die Passion Peel-Off. Tiefenreinigend, entschlackend und schützend. Und die sind eben ein bisschen kleiner und sehen so aus. Ich glaube, die sind alle so ein bisschen abwählend. Die ist pflegend und regenerierend. Das ist sensationelle Hautreinigung. Dann unglaubliche Tiefenreinigung. Und ja, das war's auch. Ja, finde ich toll, muss ich haben. Dann habe ich leider schon ein Fail-Produkt, zumindest für mich. Ich glänze ja hier oben an der Stirn immer mal gerne.
und bin deswegen immer noch auf der Suche nach einer tollen mattierenden Tagescreme. Und dann habe ich hier das mattierende Hydrogel Weißer Tee und Vanille von Terra Naturi Naturkosmetik entdeckt. Es ist vegan und irgendwas Nature. Sieht so aus. Und ich habe gedacht, so Weißer Tee und Vanille, das riecht bestimmt voll lecker. Erstmal zum Geruch, Leute. Och nee, ich finde, das riecht wie alter Quark. Ich kann mir da echt nicht helfen. Ich finde es unangenehm, auf der Haut diesen Geruch zu haben, wie alter Quark. Und das Problem, was ich damit auch habe, ist, selbst wenn man nur eine dünne Schicht aufträgt, hat man diese komischen weißen Fläudel im Gesicht. Da habe ich einfach keinen Bock drauf und ich glaube, ich werde sie wegschmeißen, weil ich finde sie einfach extrem schlecht. Mag ich nicht. So, dann etwas, was wahrscheinlich recht unspektakulär ist. Und das sind Lehrerstempel. Könnt ihr das jetzt hier überhaupt lesen? Da steht da, sehr gut weiter so und weiter üben. Ja, auf der Arbeit muss ich manchmal Hausaufgaben von den Kindern kontrollieren und die freuen sich, wenn sie einen Stempel bekommen und die gab es für, ich glaube, nicht mal 2 €. Darum habe ich die mitgenommen. Dann habe ich mir gekauft von Fingers, wie nennt sich das? Nageltattoo. Habe ich mir Nageltattoos gekauft. Ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich einfach so wie Water Decals. Water Decals? Wie spricht man das überhaupt aus? Das sind auf jeden Fall die Muster. Das ist eben so ein bisschen Comic-Style. Von Fingers, wie gesagt. Fand ich ganz cool. Und die waren erstaunlicherweise gar nicht so teuer. Ich glaube, ich hatte die mal bei DM gesehen. Das ist aber auch schon lange her. Und da haben die, glaube ich, so um die 4 € oder 5 gekostet sogar. Und ich glaube, hier war das jetzt sogar unter 2. Ja, habe ich gedacht, kann man ja mal mitnehmen. Was habe ich mir noch gekauft bei Müller? Bei Müller habe ich mir noch gekauft, ach ja, von Carmex. Die Lippenpflege in dieser Tube. Ich hatte die früher auch im Töpfchen, das fand ich aber irgendwie immer ein bisschen beschwerlich und unhygienisch, wenn du unterwegs bist. Ja, sagt sie und hat sich die Labello Lip Butter gekauft. Ja, die habe ich aber dann eben zu Hause neben Bett oder so, ja. Und das möchte ich eben dann mitnehmen und ich finde sie gut. Sie riecht so ein bisschen nach Kirsche, sieht man ja, hier ist ja auch eine Kirsche irgendwo drauf. Wo? Hier. Ich lasse mich nochmal dran riechen. Ja, es riecht so ein bisschen nach Kirsche. Und ich finde es gut. Also die pflegt gut, die macht so einen schönen Schimmer. Das ist fast so ein bisschen wie Lipgloss, nur halt nicht klebrig. Mag ich. Und dann habe ich mir gekauft, damit werde ich mir nachher mal meine Pinsel waschen. Und zwar habe ich von Da Vinci die Reinigungsseife für Kosmetikpinsel gekauft. Sieht so aus. Oh, wie viel hat die gekostet? Zwischen 10 und 15 €. Ich weiß das jetzt leider nicht mehr genau. Kommt eben in so einem Töpfchen. Dann habt ihr hier die Seife drin. Oh, die riecht unglaublich gut nach Zitrone. Ich habe jetzt gehört, dass die super sein soll, aber zu teuer. Ich werde die einfach mal ausprobieren heute. Ja, ich werde das auf jeden Fall heute mal ausprobieren. Und dann habe ich mir eben noch einen Pinsel von Da Vinci gekauft. Und zwar ist das der I 4194. Ist das die Nummer? Also da steht eben sowas drauf. Ups. Und der Pinsel an sich sieht so aus. Der ist jetzt schon benutzt. Ich finde ihn super für die Lidfalte. Man kann damit super, ja, so eben das V machen und die Lidfalte definieren. Also den finde ich super schön und bin ich auch super damit zufrieden. Was habe ich mir noch gekauft? Ich habe mir die Miss Manga Mascara gekauft. Und zwar in der Waterproof-Variante. Ich weiß gar nicht, ob es sie auch in Nicht-Waterproof gibt. Sieht so aus. Die gibt es auf jeden Fall noch in anderen Farben. Ich habe die jetzt heute auch drauf, aber halt nicht so viel. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade sehen kann. Ich bin sehr damit zufrieden. Was man aber wissen muss, Moment, ich mache sie euch mal auf. So sieht das Bürstchen aus. Was man wissen muss, ist, dass sie super biegsam ist, ja? Darauf müsst ihr klarkommen. Also wenn ihr euch die Wimpern tuscht, biegt die sich quasi ein bisschen mit. Und wenn man damit nicht klarkommt, dann ist die Mascara nichts für euch. Aber ansonsten macht sie mir bis jetzt einen guten Eindruck. Ich finde, sie macht einen schönen Schwung. Sie macht schön schwarz. Und ja, mag ich. Ja, und dann als letztes habe ich mir noch von Victoria's Secret was gekauft. Und zwar Love Spell. Und zwar ist das Cherry Blossom und Peach. Das ist diese
Variante und riecht so gut. Das muss ich jetzt gerade mal nochmal aufsprühen. Ich benutze das auch gerne so ein bisschen als Parfüm, beziehungsweise mache ich das dann so über die ganzen Arme. Riecht gut. Einfach da, weil es nicht so aufdringlich ist. Ich weiß nicht, ich mag die gerne, die Victoria's Secret Düfte. Ich habe ja ein paar in New York gekauft gehabt. Und den habe ich mir jetzt hier gekauft. Für 9 Euro. Ne, 10 glaube ich. 9,99 glaube ich. Ich fand es extrem teuer. Aber gut. Habe ich mir mal gekauft. So, hier wird es die ganze Zeit ist am Vibrieren und am Piepsen. Und ich weiß gar nicht, wo ich mein Handy überhaupt hingelegt habe. Ja, werde ich nachher suchen. So, und dann war ich noch in Holland. Jetzt am Dienstag. Jetzt am Dienstag. Wir wollten ja eigentlich zu Action. Ich wollte zu HEMA. Ich wollte in diese zwei Drogeriemärkte. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen. Ich glaube Ethos und das andere kann ich beim besten Willen nicht aussprechen. Und wollte ich noch wohin? Also ich wollte zum Supermarkt Albert Heijn, spricht man das so aus? Und zu Big Bazaar, genau. Das waren so meine Anlaufstellen und wir sind hingefahren. Wir wollten nach Roermond und ja. Karneval kam dazwischen, es hatte alles zu und ich war extrem traurig, weil ich hatte mir schon so alles so schön vorgestellt und was ich alles kaufen wollte und ja, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Wir waren halt dann im Outlet noch, im Outlet finde ich halt die Sachen, die Marken sprechen mich persönlich nicht so sehr an. Mein Freund hat sich ein paar Sachen gekauft und ich habe mir dafür die Tulpen hier gekauft, 50 Stück für 13 Euro bzw. 100 für 20 und ja. Das habe ich mir nur im Outlet gekauft. Wir waren dann eben noch im Supermarkt und da habe ich mir einige Sachen gekauft, die ich euch jetzt mal zeige. Wir haben ganz viel Lebensmittel auch gekauft, die ich euch jetzt nicht mehr zeigen kann, weil die zum größten Teil schon verbraucht sind. Aber was ich total süß fand, von Dr. Oetker eine Backmischung für diese süßen Brownies. Die werde ich wahrscheinlich auch morgen machen, wenn mir nichts dazwischen kommt. Ja, die fand ich irgendwie ganz süß. Und der Rest ist ja Kosmetik. Zum einen haben die ja Jekyll Moon dort auch, aber in anderen Sorten. Die haben zum Beispiel auch Lavendel. Ich hasse Lavendel, darum habe ich mir das nicht gekauft. Aber ich habe Cool Melon Fresca. Ich lese euch den Text vor, weil ich finde die Texte immer ganz süß. The sun was like powdered gold and as dusk fell with its painted skies of peaches and purples, she felt warm, lazy happiness sneak into her heart like a scented kiss. Ja. Melone. Oh, das riecht so gut, Leute. Es riecht einfach nach Melone. Es ist ein Traum und ich wünschte, es gäbe es auch in Deutschland. Wobei, bis ich das Ding mal fertig habe. Und nach Roermond brauchen wir auch nur eine halbe Stunde, ne? Und dann habe ich mir noch gekauft Vanilla Moment. Nee, That Vanilla Moment. My moment of sweet calm, just to think with carefree abandon about? Maybe I won't tell you, she said shyly, some things are not for sharing. Und das ist das. Und oh mein Gott, Leute. Vanillepudding, wirklich. Nicht so künstlich eklig wie dieses Impulse-Deo, das ich übrigens auf den Tod hasse, sondern einfach lecker. Und ja, das sind die beiden, die ich gekauft habe. Ich meine, die Dauer braucht man ja jetzt auch nicht mal eben auf. Und die haben eben auch, ich habe aber gestern bei Instagram gesehen, dass es das wohl jetzt auch in Deutschland gibt, Body Scrubs. Und da habe ich mir von dem Vanille auch noch den Body Scrub geholt, also das Körperpeeling. Weil, warum denn nicht? Kann man ja immer mal machen. Dann gehe ich so durch die Gänge, war bei den Haarsachen und habe ein Trockenshampoo von Herbal Essences entdeckt. Das sieht so aus. Es ist recht groß. Es steht alles auf Deutsch drauf. Ich habe es bei uns zu Hause noch nie gesehen. Gibt es das auch in Deutschland? Ich weiß es nicht. Also hier steht Trockenshampoo. Volumenwunder, kein Ausspülen notwendig. Leichte Formulierung, Zitrusduft. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich kann so auch nichts riechen. Es ist hoffentlich nicht allzu weiß. Aber ja, habe ich mir mal gekauft. Ich glaube, die ganzen Sachen waren teurer als bei uns, diese Trekkle Moon Sachen auch. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und dann habe ich mir noch was von Vaseline gekauft. Die haben ja da auch die Vaseline-Produkte. Und ich hatte mir das letzte Mal, wo ich in Holland war, auch dieses To-Go, wie heißen die?
Spray and Go geholt in der beigen Variante. Und jetzt habe ich mir das geholt in der braunen Variante. Und was ist denn da der Unterschied? Kakao Radiant, Non-Creasy, Multilayer Moisture. Ich weiß es nicht. Das habe ich mir auf jeden Fall gekauft. Die sind sehr teuer, die kosten so um die 5 Euro, vielleicht sogar 6. Ja, muss man eben wissen, ob einem das wert ist, ob es einem wert ist. Das kann man eben dann so. Moment, ich habe es glaube ich noch zu. Jetzt habt ihr es verpasst. Sprüht man sich eben auf, cremt sich damit ein und das soll eben nicht fettend sein und sofort einziehen und dann kann man sich sofort anziehen. Und ich finde auch, dass das wirklich stimmt. Also ich habe jetzt schon nicht mehr das Gefühl, dass das so richtig cremig ist. Ich könnte mich jetzt schon anziehen und es riecht gut und ihr könnt das verschließen hier oben. Das finde ich auch ganz praktisch. Und davon habe ich mir eben dann noch diese Version gekauft. Das ist einfach eine ganz normale Bodylotion, nehme ich an. Heals Dry Skin to Reveal Its Natural Glow. Wer möchte nicht den Natural Glow haben, ne? Mache ich doch jetzt einfach mal auf der anderen Hand. Arm. Ich weiß gar nicht, wie viel man jetzt davon braucht. Die riechen unterschiedlich. Es zieht aber auch super schnell ein. Ja, also die Sachen habe ich mir noch gekauft in Holland. Ich glaube, das war's. Das, nein, das war's nicht. Ich war nämlich noch bei Big Bazaar. Big Bazaar kannte ich persönlich überhaupt nicht. Habe ich noch nie gehört gehabt. Ich habe aber ein Mädel angeschrieben bei Instagram und die hatte mir das empfohlen. Und da habe ich für jeweils 1,99 € zwei Produkte bekommen. Einmal diesen Perfect Touch Blush in der Farbe 03. Ich habe gedacht, man könnte den gut als Highlighter verwenden. Oh, mal gucken, ob die Farbe jetzt überhaupt halbwegs rauskommt. Sieht es gerade nur weiß aus, ne? Ich gehe mal mit meinem Finger rein. Die Pigmentierung ist Wahnsinn. Also als Blush würde ich es nicht nehmen, aber eben vielleicht als Highlighter. Ja, gucken wir mal. Und dann habe ich mir noch ein Blush gekauft und das sieht so hochwertig aus. Und zwar ist das von der Firma Smoosh. Ich weiß es nicht. Und das ist die Farbe, sage ich euch gleich, Sugar Rush. Und zeige euch mal, wie das aussieht. Es erinnert mich unglaublich an Sleek oder NARS Produkte. Also das ist die Verpackung und es hat auch das gleiche Feeling, dieses Gummierte. Und hinten sieht es eben so aus. Ich meine, es sieht so hochwertig aus. 1,99 €, ne? Und wirklich, das fühlt sich an wie von NARS. Steht eben hier nochmal Smooch in Pink. Und es ist auch eine pinke Farbe. Wir haben eben dann hier auch einen Spiegel. Und dann hier ist das Blush so richtig knallig pink. Was blöd mit dem Licht eben jetzt gerade. Die Pigmentierung ist eigentlich auch super. Ich weiß nur nicht, ob das Licht das jetzt hergibt. Einen Moment. Wenn ich das so weiter weg mache, ich weiß es nicht. Ja, ich werde das auf jeden Fall nochmal geswatcht bei Instagram oder so posten, weil ich bin absolut begeistert. Ja, das waren meine zwei Make-up-Highlights noch aus Holland. Und dann habe ich mir noch Washi-Tape gekauft. Warum? Ich verstehe es selbst nicht. Irgendwie ist das so, Washi-Tape, du musst es kaufen und du wirst es zwar nicht benutzen, aber egal. Ja, ich habe mir diese Washi-Tapes noch gekauft. Fand ich ganz süß. Vor allem hier das Maßband irgendwie. Ach, ich weiß doch auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. So, mein ganzer Tisch ist voll mit Einkäufen. Das sind so die Einkäufe aus dem letzten Monat wahrscheinlich. Wenn ich mir das so angucke, ist das schon ziemlich viel. Aber gerade so Duty Free bist du halt auch nicht jeden Tag, wo ich die zwei Nagellacke hier gekauft habe. Oder in Holland, wo ich eben jetzt die ganzen Sachen gekauft habe. Ja, für den Rest habe ich keine Rechtfertigung. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zugucken. Es war mal wieder ein Haul. Ich glaube, er war diesmal auch recht lang, weil einfach so viel zusammengekommen ist. Und ja, wir sehen uns ganz bald wieder und bis dann.